Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Jo, theoretisch, laut Fotos, könnte das doch schon hier sein, die Rettungskapsel. Da hinten blitzt irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Wow! Der Leviathan. Entschuldigung. Mehrere Leviathane. Hi! Da hinten ist noch ein dritter. Jesus Mutter. Die sollen ja eigentlich nicht gefährlich sein, ne? Boah, jetzt ist mir fast das Herz stehen geblieben. Puh! Okay, hier irgendwo. Großer Fisch haben die gemeint. Sollte dann doch wohl die Rettungskapsel sein, ne? Ich versuche die zu umschwimmen. Oh, das sind halt echt coole Viecher, ne? Wow, schauen die cool aus. Kannst sagen, was du willst, schön sind sie schon. Aber ich muss jetzt schauen. Gott sei Dank wird's hell. Wo jetzt diese Rettungskapsel sein könnte. Sie haben gesagt, sie wären jetzt an der Oberfläche, ne? Ich könnte jetzt auch Pech haben, dass das hier gar nicht stimmt und... Ja... Dass ich hier falsch bin, eventuell. Aber ich glaube, ich schwimme da jetzt einfach mal noch ein Stück dahin in diese Richtung. Energie habe ich eh noch und Batterie habe ich noch mit. Das Doofe ist, dass ich das jetzt irgendwie nicht als Quest markieren kann. Oder darf ich nicht, weil ich zu viel... The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint. Von Altera-Fahrzeugen. Ja, ich will das machen. Da kann ich nur nochmal da starten, ne? Dann tauchen wir doch mal ab, ne? Wenn es hier Fahrzeuge gibt. Vielleicht ist da unterirdisch jemand, der hier, also unter Wasser, der hier... Aha. Sauerstoffeffizienz verringert. Alter. Das wäre aber schwer so ein hübsches Viechlein da unten, ne? Dieses Ding da. Dann sollte ich aufpassen. Da will ich wieder ein Leviathan. Alter, die sind lauter Leviathane. Viele, sehr viele. Ganz, ganz viele. Ich brauche mal Luft. Ja? Herr Brummi? So. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Das Doofe ist, ich kann die Quest da irgendwie... Oh, ich habe vergessen. Boah, Alter. Oh, ist das unheimlich irgendwie. Unheimlich und cool zugleich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht auf so einen Leviathan draufklatsche. Schocksperre Not. So, meine Herrschaften, wo sind sie denn? Dann ist wieder so ein schönes Viechlein. Aha, Elektro. Vielleicht kann ich es, vielleicht schaffe ich es zu scannen. Aha. Ich wollte es nur scannen nach Möglichkeit. Au. Das hat gerade gebrannt. Vulkan da vorne. Alter, alter, alter. Ich muss aufpassen, dass ich mit einem Leviathan kollidiere, dann bin ich wieder kaputt, ne? 30 seconds. Ja, ja, ich tue schon. Ist gar nicht so einfach, die Leute zu finden. Ich muss echt schauen, dass ich das per Quest irgendwie hinkriege. Ungewöhnlich Elektronaturen in der Gegend. Boah. Was? 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 Ich bin unschuldig. Wo ist denn? So, langsam. So, rauf da. Na, ich stirb, ich stirb, ich stirb, ich stirb, ich stirb. Doch nicht. Haha. Wow. Ja, ja. Bleib mal oben.
Das müsste aber schon hier sein, die Kapsel. Das, die müsste man doch sehen können. Da ist nichts. Vielleicht muss ich mir nochmal das Bild anschauen. Die Quest, da, Rettungskapsel, war das hier, ne? Datenbank. Da schau mal. Hier, das Hinterteil, ne? Die sind weiter vorn. Kann ich das nicht markieren? Signale. Achso, weil das kein Signal gibt, ne? Oder wie? Rettungskapsel 4. Das hilft mir auch nichts, wenn ich das nochmal lese. Das heißt, sie müssen da weiter vorn, da weiter da drüben, irgendwie in der Richtung sein. 150 Meter hat es geheißen. Hör auf, sei ruhig. 150 Meter haben sie gemeint, ne? Queste. Ursprung der Übertragung ungefähr 150 Meter nordwestlich von der mittleren Backbordseite der Aurora. Ist jetzt Backbord das hier? Ich denke schon, ne? Dann kann es nur ein bisschen noch in dieser Richtung sein. Aber müssten das nicht schon 150 Meter sein? Oder sind sie jetzt doch abgesoffen? Hm. Vielleicht noch ein Stückchen da raus? Aber normal müsste man sie doch sehen. Hm. Boah, Leviathan. Hallo. Ich habe keine Ahnung. Boah, das sind so viele. Ah, oh, die sind so schön eigentlich. Also es ist ein großer Fisch in der Nähe, haben sie gemeint, ne? Das verstehe ich nicht. Die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Ach so! Kapsel auf Meereshöhe geortet. Kapsel befindet sich in unmittelbarer Nähe. Bla bla bla. Ursprung bla bla bla. Ach so. Aha, okay, das hilft mir nichts. Aha, sehr schön. Das ist hervorragend. Ja. Das heißt, ich soll sie suchen, oder wie? Vielleicht sind sie auf einem Leviathan gelandet. Das würde mich auch nicht wundern. Ich werde hier mal einen Scanner rausholen. Vielleicht ist hier irgendwas. Ja, Baumägel. Boah, diese Leviathane. So, ja. Eintrag, Aufzeichnungen, hier ist noch was. Pflanzen, ach ja, hier passt schon. Meer, Baumegel, so. Parasitischer pflanzähnlicher Auswuchs, den man festgesaugt an Tieren finden kann. Der Organismus setzt ein Enzym frei, das ein Loch in der Haut eines Wirtes entstehen lässt, durch welches er direkt Nährstoffe saugt. Der äußere zahnbewehrte Kiefer dient keinem erkennbaren Zweck. Er könnte während einer anderen Phase im Lebenszyklus dieses Organismus Verwendung finden. So. Beurteilung verwertbare Pflanzenzyme. Aha, da kann man was ernten. Ich brauche nur Luft. So. Servus, Herr Leviathan. Oder Frau Leviathan. Da muss ich wieder aufpassen. Vielleicht hat die wieder diese Liegerpflanze, die uns da immer Furt anspuckt. Aber die hat wenigstens ein bisschen Sauerstoff. Das würde ich jetzt gerne in Anspruch nehmen. Sehr gut. Wow! Autschi. Ich glaube, das war's schon. Die Tiger-Kacke da. Gut, gut, gut. So, was leuchtet denn hier so schön? Das schaut eher aus wie ein Wurm. Ah. Schauderbüschel, das haben wir schon. Und dich kann ich ernsthaft... Was, da war noch was? Baumpilz. Aha. Ich nehme hier mal alles mit. Auch wenn es geht, den da. Der ist nämlich auch so schön.
Oder habe ich den schon? Na, Quallen rochen. Bleibst du mal kurz da? Nur zum Scannen, bitte. Dankeschön. So. Kann man dich auch scannen? Baumleich. Ah, das haben wir schon, glaube ich. Sonst wäre es ja gewesen zum Scannen. So, ich muss mal rauf hier. Brauch Luft. Wo könnten denn unsere Leute sein? Die können ja fast nur abgesoffen sein. Oder sie sind tatsächlich auf einem Leviathan gestrandet. Was die Sache hier erheblich erschweren würde. Die Suche halt nach ihnen, ne? Ah, wir haben einen neuen Dingsbums, einen neuen Funk. Das heißt, ich müsste jetzt wieder zurück zur Kapsel? Nee, oder? Baumpilze. Eine Analyse dieser großen organischen Gebilde offenbart ein Biotop aus kooperierenden, zusammenlebenden und konkurrierenden Lebensformen. Also sprich, eine Stadt. Der Stamm ist eine Korallenart. Manche Kolonien sind bis zu 50.000 Jahren alt. Boah. Die Hüte, die am Stamm entlang wachsen, haben mehr mit Pilzen von der Erde gemein. Weitere Organismen wachsen auf dem Gebilde, wo immer es Platz und Licht gibt. Das umgebende Wasser ist reich an pflanzenfressenden Lebensformen zwischen 1 und 10 mm Größe. In einem Umfang, der anscheinend größere Pflanzenfresser aus der Umgebung größtenteils verdrängt hat. Beurteilung verwertbar. Okay. Habe ich hier noch einen Eintrag? Tatsächlich hier. Pflanzenfresser groß. Quallenrochen. Also Pflanzenfresser, das ist ja cool. Also der Quallenrochen. Diese Art hat sich mit einem durchsichtigen lumineszenten Körper an lichtarme Umgebungen angepasst. Lumineszenter Körper. Diese Anpassung kann dabei helfen, die Umgebung bei der Futtersuche zu beleuchten. Das ist natürlich praktisch, eine eigene Taschenlampe mitzuhaben, ne, ohne Batterie verwenden zu müssen, beziehungsweise ist man die eigene Batterie in dem Fall, ne, irgendwie. Das ist schon cool. Fressfeinde abzuwehren und für Artgenossen erkennbar zu sein. Zweitens, Lichtempfindlichkeit. Aha. Kleinere Lebewesen wurden im Kielwasser des Quallenrochens beobachtet, um die Lichtquelle für eigene Zwecke zu nutzen. Der Rochen selbst nähert sich Lichtquellen vielleicht, weil er sie für Artgenossen hält. Ach so, Beurteilung nicht essbar. Ja, hoppala. Nicht essbar, falscher Knopf, falsche Taste. Nicht essbar, alles gut. Es könnte auch sein, dass die weiter zu Aurora hingetrieben sind. Aber ich glaube, dass die auf einem Leviathan abgesoffen sind, ist schon fast plausibel. Glaube ich. Blablabla. Weil das zu untersuchen, das, ja, wird dauern. Was haben wir denn da, Violettes? Ist auch nicht normal, oder? Das schaut sehr sonderbar aus. Was bist denn du? Keine Ahnung. Ja. Okay, die zu suchen könnte jetzt etwas lange dauern. Hihi, haha. Vor allem, wenn die jetzt echt auf einem Leviathan gelandet werden. Das wäre echt übel. Da ist es schon fast, glaube ich, geschickter. Da es jetzt noch keine offizielle Quest ist bei denen. Dass ich mich tatsächlich weiter bei der Aurora umschaue. Bevor ich hier noch mehr Zeit vertrödel. Vorsicht beim tiefen Tauchen. Bla bla bla. Biomasse. Die Biomasse in diesem Bereich wird von Pflanzen dominiert. Empfange schwache Signaturen von Altera-Fahrzeugen. Wieso darf ich das nicht als Queste markieren?
Warte, ich soll vielleicht mal was essen. Essen und trinken. Nom und Schluck. Okay, das ist echt nicht viel. Nom und Schluck. Okay, das ist nicht viel. Ich muss mich, glaube ich, entscheiden. Also ich denke mal, wir werden bei der Aurora derweil weitermachen. Vielleicht treffen wir auch per Zufall auf unsere Verbündeten. Was ist denn das Blaues da drüben? Ich glaube, wir haben sie gefunden. Da ist eine Rettungskapsel, oder? Haha. Da. War doch einfach. War doch einfach, bitte. Da sind sie ja. Oder da ist sie ja. Hallo. Mal tauchen. Ist die auf dem Kopf? Tatsächlich. Kann ich da rein? Ich kann nicht hier rein, ne? Hallo? Hallo? Vielleicht von... Ups. Vielleicht von oben. Kann ich hier rauf? Kann ich hier rauf? Jetzt habe ich die Kapsel gefunden und die kann nichts machen. Ich brauche Licht. Warte, machen wir mal so. Ah, hier. Ist wie mein dickes, fettes Loch drin. So, was haben wir denn da? Datenbox öffnen. Raubtier-Täuschkörper. Aha. Kann man hier noch irgendwas scannen? Zurückgelassene PTA. Okay. Besatzungsaufzeichnung. Muss ich mir nachher durchlesen. Spectroscope Scanner assigned species designator Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Okay. So. An die Altera-Besatzung. Landung in einem Gebiet signifikanter fremdartiger Aktivität. Begegnung mit Raubtieren in Leviathan-Größe, höchst aggressiv. Spektroskop-Scanner hat Artbezeichnung Celiceratops zugeordnet. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ein Exemplar versuchte die Rettungskapsel zu schlucken, Mahlzeit, und verursachte dabei erhebliche Schäden. Einzig machbare Möglichkeit ist, die Absturzstelle der Aurora abzusichern. Oh je, die ist explodiert. Ich habe eine Datenbox mit Täuschkörperdaten abgerufen und genügend Ressourcen, um ein paar davon herzustellen. Es dauert länger zu schwimmen als ein Täuschkörper. Arbeitet, aber es sollte gerade genug sein, um sie zu beschäftigen. Wenn sie mich nicht an Bord des Schiffes finden, habe ich mich vermutlich verrechnet. Das Schiff ist explodiert, ich glaube, den findet man nicht mehr. Ja, ich glaube, den habe ich auf dem Gewissen. Raubtier, Täuschkörper. Titan braucht man und Kabelsatz. Locktiere an seine Position, kann von Hand oder von einem Tauchboot ausgesetzt werden. Einmal ausgesetzt kann er nicht wieder aufgenommen werden. Ja, ist klar. Hoppala, wieder falsche Taste. Zocki. Ja, ich kann das. Gut. Dann können wir uns ja... Es ist wieder so dunkel hier. Dann können wir uns theoretisch... uns hier ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Verletzt sind wir nicht. Na, das passt alles. Ich werde jetzt das mal tauschen zu dem hier. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt in die Aurora rein können. Ob die jetzt wohl nicht nochmal explodiert. Vorn wahrscheinlich, ne? Da ist ja alles offen. Wortwörtlich. Aha, da haben wir wieder diesen... Huch! Au! Diesen Sandhai, wollte ich sagen. Also manchmal verstehe ich das Wasser nicht so recht, ne? Da willst du auftauchen und dann platscht es wieder so ekelhaft. Was haben wir hier? Eine Box. Ist da was drin? Da ist was drin. Kann man dich scannen? Ja.
Schubkanonenfragment. Aha. Bauplan. Schubkanone. Sehr gut. Eins von zwei. Ist das nicht das, was wir schon haben? Die Schubkanone erlaubt es Techniken, die Schwerkraft in einer Entfernung von bis zu 20 Meter zu manipulieren. Ach so, na, die haben wir noch nicht, glaube ich. Sie wird häufig im Bau und Bergbau eingesetzt, um Materialien zu bewegen. Man hat ja auch erst eins von zwei da oben stehen, ne? Also kann ich noch nicht haben. Bedienungsanleitung. Den Abzug einmal betätigen, um ein Objekt von bis zu 25 Kilo Gewicht zu erfassen und anzuheben. Oha, das ist cool. Das Objekt kann nun sicher aus dem Schwerkraftstrahl entfernt werden. Aha. Alternativ kann der Abzug ein zweites Mal betätigt werden, um das Objekt mit hoher Geschwindigkeit vom Gerät wegzuschleudern. Ein Einsatz mit organischen Objekten wird nicht empfohlen. Die Schubkanone. Manche Lebewesen beherrschen Telekinese. Für alle anderen gibt's Altera. Okay. Okay. Noch was? Hier oben vielleicht? Da. Raubtier-Täuschkörper. Dieses fortgeschrittene Gerät ist eine Allzwecklösung zum Nachahmen des Verhaltens von Lebewesen zur Forschung oder zur Ablenkung von Raubtieren. Erzeugt Vibrationen, verwirbelt Luft und Wasser und gibt zufällige hochfrequente Geräusche von sich, um einen lebenden Organismus nachzuahmen. Kann per Hand oder von kompatiblen Zyklop-Tauchbooten ausgesetzt werden. Eine kleine eingebaute Batterie sorgt für begrenzte Lebensdauer. Lockt Raubtiere aller Art an. Ja, anlocken soll sie bitte nicht. Aber ist klar, wenn es platscht, ne, ist wie so ein Köder, ne? Hoppala, schon wieder falsche Taste, erst auf Zeiten. So. Huch. So, wer bist denn du? Schwebefisch. Bleibst du mal kurz da? Tada, Schwebefisch. Hatte ich den nicht schon mal? Schwebefisch, ein kleiner, vorsichtiger Pflanzenfresser, der gewöhnlich in tangreichen Umgebungen vorkommt. Erstens, geladene Fußkissen. Sechs einzigartige Gliedmaßen enthalten geladene Kissen, die das umgebende Wasser ionisieren können. Der Schwebefisch nutzt diese Fähigkeit, um seine Position gegen die Strömung halten zu können, während er sich von Seetang und Flechten ernährt. Beurteilung essbar. Sehr gut. Fein, fein. So. Was haben wir da? Titan. Großes Titanhäufchen. So, da vorne könnte ich Glück haben. Ist das Salz? Ja! Wir können wieder was zum Saufen herstellen. Habe ich noch Platz für noch eins? Ja. Habe ich. Komm her, Salz. Sehr gut. Da vorne ist noch mehr. Kalorienaufnahme empfohlen. Ich habe nichts mehr, glaube ich. Nein. Ich nichts mehr haben tun. Komm her. So. Hier könnt ihr auch nochmal ein schönes Salzhäufchen sein. Jawohl. So. Wie kommen wir da jetzt am besten rein? Ich denke mal, vorne wäre es besser gewesen. Nehme ich mal stark an. Ich glaube nicht, dass hier zufälligerweise im Rumpf irgendwo ein Löchlein wäre. Dass man hier schneller rein könnte. Schaut dem nicht so aus. Blei. Ho, ho, ho. Wo ist denn mein Werkzeug? Zum Abbau dieser Ressourcen ist eine Spezialausrüstung erforderlich. Hupfengatsch. Metallschrott. Ich fürchte... Hier gibt es nicht das gewünschte Löchlein, das ich suche. Das muss wahrscheinlich weiter vorne sein. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Hüngelchen. Ich sollte vielleicht nach Möglichkeit wieder zurückgehen, schwimmen. Das
Salz haben jetzt eh recht viel. Fisch muss ich noch sammeln. Boah, ne, dieses Raumschiff ist halt schon groß. So, ich glaube, ich hau wieder die Düse rein. Also den Schub. Das ist ganz schön trüb, hä? Sind hier nicht eigentlich... Ist das nicht der Bobschiff von der Aurora? Da komme ich auch nicht rein, ne? Das geht ja nur vorne. Wo ist denn meine Kapsel? Oh je. Was? Und wie soll ich das bitte eintämmen? Ich habe ja Hunger. Oh Gott, das ist ja übel. Ich schaffe das wieder nicht. Habe ich schon, also das spüre ich schon. Auf jeden Fall brauche ich was zu essen. 600 Meter. Ja, ja. Alle Zustände. Ich habe alle Zustände. Das nehme ich gleich mal mit, wenn möglich. Habe ich noch Platz? Ja. Ein paar Fischlein könnte ich noch. Oh Gott, ich bin hungrig. Ich bin durstig. Ich habe alle Zustände. Zum Glück habe ich noch eine Batterie basteln können. Da haben wir wieder diese Falle. Hä? Ist das... Kann ich den Stapler hier scannen? Nö, oder? Na, die Gravitationsfallen, bla bla, wäre gegangen. Das haben wir aber eh schon. Da haben wir was. Probenanalysator, nicht funktionsfähig. Inventar voll. Was? Schlecht. Habe ich jetzt noch was zu trinken dabei? Nein. Nehmen wir einmal Medikit. Habe ich jetzt Platz? Ja. Der braucht viel Platz. Okay. Nicht funktionstüchtig. Okay, ich sollte jetzt Gas geben. Ich sollte nach Hause und zwar schnell. Da ich wirklich nichts mehr habe. Weder essen noch trinken. Also, jetzt nicht in der Tasche, ne? Halt, bitte, warte. Ich will doch nur was zu essen haben, bitte. Blasenfischi? Jawohl. Haben wir den erwischt? Ah, wir sind voll. Da kann ich nichts erwischen. Verhungern, ja. Wo ist mein Schiff? Da. Zum Glück habe ich noch was gehortet unten, aber es wird mir jetzt gerade nichts helfen. Ich muss nur schnell nach Hause. Und dann, boah, wie soll man das zusammenbringen mit der Aurora? Muss ich schauen, ob da eine Quest sich jetzt... Jaha! So. Passt. Nichts wie rein da. So. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Schwimmende Luftpumpe. Ich werde ein Medikit mal bauen. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was verbrauche. Am Platz. Habe ich jetzt wieder Platz? Nix da. Ich brauche aber schnell zu essen. Ich muss mal runter. Ich schmeiß das mal weg. So, schnell runter. Wo ist meine... Hier. So. Und ganz schnell. Essen. So. Und Mahlzeit. Hallo? Ganz schnell. Nein, Wasser will ich haben. Geh weg da. Würdest du bitte trinken? Danke. Jetzt bin ich so hungrig, dass das nicht reicht. Würdest du jetzt das nehmen? Hallo? Also schreib da jetzt was drauf. Ich will nicht, dass du da was drauf schreibst. Ich will, Alter, Ass. Ja. Jetzt isst da halt was, ne? Wieso isst sie? Wieso bringt das nichts? Hä? Das ist jetzt aber nie... Hä? Das ist jetzt nicht normal. Das ist jetzt echt nicht normal. Warum ist die das jetzt nicht richtig? Hä? Das verdirbt das etwa mit der Zeit? Essen. Essen. Essen.
Ich komme da jetzt gerade nicht. Jetzt hör auf, da herumzuschreien. Unglaublich. Kriegst du schon was zu futtern? Wie blöd ist denn das jetzt bitte? Ja. Jetzt ist halt. So, gekocht. Bist jetzt zufrieden? What the fuck, was war das? Warum konnte das nicht. Warum war das nicht gekocht? War ich so schusselig? Wahrscheinlich. Oder es verreckt mit der Zeit. Das könnte auch sein. So. Bist jetzt zufrieden? Du komisches Etwas. So, was mache ich jetzt mit dem drum? Probenanalysator nicht funktionsfähig. Soll ich den da mal hier reinbunkern? Habe ich so viel Platz? Nicht wirklich. Silber, Erz, Blei. Nee. Was brauchte ich jetzt nochmal schnell für das hier? Ah ja, denn die Korallenprobe, Röhren, Dingsbums. Habe ich jetzt noch Platz? Ja. Dann tauchen wir wieder. So. Also, komisch, echt. Ich werde jetzt mal den Part beenden. Mich mal ein bisschen stärken und dann hoffe ich das Beste. Das wäre wieder dieser Samen, mit dem ich nichts anfangen kann, oder? Nee, weg damit. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!